Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und heute mache ich was ganz Spezielles für euch und zwar extra für die Fußball-Europameisterschaft habe ich Deutschland-Cupcakes gemacht. Die kommen natürlich auf jeder Feier sehr gut an, weil meistens hat man ja sowieso ziemlich viel Knabbereien und Süßigkeiten auf dem Tisch stehen. Da könnt ihr natürlich auch diese Deutschland-Cupcakes hinstellen. Sie sehen nicht nur super aus, sondern sind auch super lecker und einfach zu machen. Und wenn ihr wissen möchtet, wie diese leckeren Deutschland-Cupcakes gemacht werden, dann bleibt doch einfach dran. Für die Deutschland-Cupcakes benötigt ihr folgende Dinge. Ihr benötigt einen Muffinteig, dafür könnt ihr euer Lieblingsrezept verwenden oder auch eine Backmischung. Ich habe jetzt hier in dem Fall eine amerikanische Backmischung. Die ein oder anderen wissen das ja oft von meinen anderen Videos, dass ich sehr gerne diese amerikanischen Backmischungen verwende und ich bin immer sehr zufrieden damit und kann sie nur empfehlen. Sie sind zwar etwas teuer, aber wenn man sich mal ab und zu mal so eine holt, für besondere Anlässe, dann denke ich, finde ich das eigentlich schon ganz okay. Also wie gesagt, ich kann euch das einfach nur empfehlen. Und der Vorteil jetzt hier von dieser Backmischung ist einfach, weil es eine weiße Backmischung ist, die kann man einfach super leicht einfärben und da kommen die Farben auch viel schöner zur Geltung als wie bei anderen Backmischungen. Dann habe ich hier noch ein Vanilleextrakt von Wilton. Das könnt ihr natürlich auch gerne weglassen oder eben ein anderes Aroma verwenden. Da gibt es ja sehr viele, wie zum Beispiel Zitronenschale oder Orangenschale. Das könnte man natürlich noch hinzufügen, dann wird das Ganze ein bisschen fruchtiger. Hier in dem weißen Cake Mix, da ist schon ein Vanilleextrakt also vorhanden. Also der schmeckt leicht nach Vanille. Und ich wollte es aber schön kräftig haben und deswegen habe ich noch ein bisschen Vanilleextrakt eben hinzugefügt. Ja, dann als kleines Special für diese Cupcakes habe ich noch besondere M&Ms gekauft. Und zwar ist das diese Limited Edition für die WM oder EM, ich weiß es leider nicht mehr genau. Das Video ist schon ziemlich alt und ich habe das schon vor längerem gedreht, aber noch nie bearbeitet. Und da gab es eben die, ich glaube das war die WM. Ja, da gibt es halt eben diese Sonderedition und zwar die M&Ms in Schwarz, Rot und Gelb. Und die gibt es leider nur zu der Zeit, was ich ein bisschen schade finde, weil man muss ja nicht unbedingt Deutschland-Fan sein, wenn da die WM ist oder EM. Deswegen finde ich es eigentlich relativ schade, dass das nicht dauerhaft gibt. Aber gut, zu der Zeit gab es das eben, da habe ich das geholt. Und ja, das könnt ihr natürlich auch gerne weglassen, je nachdem wie ihr das eben möchtet. Ihr könnt auch die ganz normalen M&Ms verwenden. Ihr könnt aber auch Skittles oder sowas verwenden und dort eben besondere Farben oder so raussuchen oder Smarties oder so. Ihr könnt es dann eben dafür verwenden. Und zwar möchte ich einfach das Ganze als Pinata aufbauen. Also, dass die Cupcakes eben gefüllt werden mit diesen M&Ms. Und wenn man das Ganze dann aufschneidet, dass dann so die M&Ms rausrieseln, beziehungsweise wenn man reinbeißt, sind halt eben M&Ms drin. So, dann benötigt ihr noch etwas Frosting. Ich habe mich hier für ein amerikanisches Frosting entschieden und die einen oder anderen kennen das ja schon aus meinen anderen Videos, das nehme ich ja schon öfters. Und ich bin auch sehr zufrieden damit und schmeckt super lecker. Es ist schon ziemlich süß, aber das ist ja bekannt für die Amerikaner, dass die doch auf süß stehen. Und wie gesagt, für etwas Besonderes kann man sowas sich mal holen. Und macht man ja nicht immer und deswegen habe ich mir das einfach mal wieder gegönnt. Ja, ihr könnt aber auch nochmal auf meiner Homepage unter Grundrezepte Frosting nachschauen. Dort gibt es ein paar Rezepte, wie ihr Frosting eben selber herstellen könnt und die sind auch super lecker und einfach zu machen. Und schaut doch einfach mal drauf. Ihr solltet auf jeden Fall darauf achten, dass ihr ein helles Frosting verwendet, weil das Ganze nämlich noch eingefärbt werden sollte. Und deswegen solltet ihr nicht unbedingt jetzt hier Schokolade oder so nehmen. Ist natürlich euch überlassen, aber wenn ihr natürlich das gerne so machen möchtet, wie ich jetzt hier, dann solltet ihr eben ein helles Frosting nehmen, weil wie gesagt, das Ganze wird eben noch eingefärbt. Ja, und zum Einfärben benötigt ihr dann eben noch Lebensmittelfarbe und die habe ich natürlich wieder hier von Wilton und von Rainbow Dust, die beiden ja, Lebensmittelfarben, die ich persönlich super
hammermäßig finde und die ich nur empfehlen kann. Und da habe ich eben einmal schwarz und rot von Rainbow Dust, gelb von Wilton. Ja, um das Ganze dann noch ein bisschen zu verschönern, habe ich hier noch ein paar Papier-Muffin-Förmchen und ein paar Deutschland-Fähnchen. Und das Ganze kann man dann nämlich schön dekorieren. Und ihr könnt natürlich auch gerne noch ein paar Smarties oder M&Ms oder wie auch immer beiseite legen und könnt das natürlich auch noch ein bisschen verzieren damit. Das ist natürlich ganz euch überlassen. Zu den Papierförmchen sage ich noch, also ich verwende die erst im Nachhinein, wenn die ganzen schon gebacken sind, weil ich habe dafür extra Silikonförmchen. Und da ist eben das Ganze, schaut halt dann viel schöner aus. Außerdem habe ich auch den Nachteil gehabt, dass das Ganze, wenn ich das in Papierförmchen gebacken habe, das Ganze so ein bisschen ölig und fettig geworden ist, weil halt eben das ganze Fett aus den Muffins eben austritt während des Backens und dann schaut das Ganze nicht mehr so schön aus. Ich weiß nicht, wie manch andere das hinkriegen oder was da der Trick ist, aber ich habe immer das Problem damit und deswegen mache ich das schon erst gar nicht in Papierförmchen, sondern in meinen Silikonförmchen und dann wird das Ganze halt einfach ja dann umdekoriert am Schluss. Und für die Fähnchen, ja, da könnt ihr dann selber entscheiden, ob ihr das komplett voll haben möchtet oder ob ihr halt nur bestimmte Fähnchen wo reinsteckt, dass das Ganze nicht so überfüllt ausschaut. Aber wie gesagt, das ist euch überlassen und ja, dann geht's eigentlich schon los. Als allererstes müsst ihr den Teig herstellen und für den Cake Mix zum Beispiel sind die Rezepte hinten auf der Rückseite. Dort könnt ihr nochmal nachlesen, was dann in den Cake Mix eben hineinkommt. Und die Mengenangaben findet ihr auch ganz einfach im Internet, weil das Ganze natürlich auf Englisch darauf steht, aber im Internet, wenn ihr das einfach mal eingibt, dann gibt es verschiedene Umrechner und die können dann die Unzen und was ihr alles benötigt, Cup und so weiter, wird dann einfach umgerechnet in die verschiedenen Grammangaben. Ja, habt ihr dann ein eigenes Rezept, dann solltet ihr das natürlich herstellen, sodass ihr dann eben euren Teig zur Verfügung habt. Wenn der Teig dann soweit fertig ist, könnt ihr das Ganze in drei verschiedene Schüsseln aufteilen, weil das Ganze muss ja auch noch eingefärbt werden und dafür braucht ihr natürlich die Lebensmittelfarben schwarz, rot und gelb. Und das macht ihr eben, wie gesagt, indem ihr den Teig in drei verschiedenen Schüsseln aufteilt und die eben halt mit den jeweiligen Lebensmittelfarben einfärbt. Dann könnt ihr natürlich vorher noch den Ofen vorheizen. Das ist für euch natürlich zum Vorteil, dann geht das Ganze etwas schneller und zwar auf 180 Grad Umluft. Ist euer Teig soweit eingefärbt, dann könnt ihr das Ganze in eure Papierförmchen oder in eure Silikonförmchen geben. Ihr müsst bloß auf die Reihenfolge achten. Deswegen müsst ihr anfangen mit Gelb das Ganze aufzufüllen, dann kommt Rot und zum Schluss gebt ihr dann noch den schwarzen Muffinteig hinzu. Und wenn ihr dann das Ganze später auspackt, wenn das gebacken wurde, dann seht ihr eben, dass als erstes Schwarz kommt, dann Rot und dann Gelb. Achtet beim Befüllen eurer Förmchen darauf, dass ihr das Ganze nicht zu voll macht. Hier in dem Fall habe ich das ganze Gegenteil gemacht, das war schon ziemlich voll und es kann natürlich immer passieren, dass durch die Wärme wird das Ganze noch ein bisschen aufgehen und dann quillt euch vielleicht der Teig so aus diesen Förmchen heraus und das schaut dann nicht so schön aus. Aber ihr könnt das Ganze natürlich auch regeln, indem ihr statt 180 Grad das Ganze dann auf 150 oder so runterschaltet. Dauert zwar länger, aber es funktioniert. Und mit dem Zahnstochertest könnt ihr dann nachschauen, ob das Ganze dann schon fertig ist. Und zwar steckt ihr dann einfach euren Zahnstocher in den Teig hinein. Wenn dann noch Teig daran ist, dann müsst ihr das noch ein bisschen im Ofen lassen. Und wenn dann kein Teig am Zahnstocher hängen bleibt, dann könnt ihr die ganz langsam schon rausholen
und dann sind sie eigentlich schon fertig. Von der Zeitangabe kann ich leider keine Angaben so in dem Sinne machen, weil ich eigentlich immer dabei stehe und irgendwas anderes dann mache. Ich bin also immer in der Küche und schaue halt immer drauf. Würde ich euch auch empfehlen, dass ihr dann einfach dort bleibt oder immer wieder dorthin schaut, weil es kann schnell funktionieren, dass das halt fertig ist oder auch länger. Und bei den amerikanischen Backmischungen ist es komischerweise immer so, dass die ewig lang brauchen. Ich gehe mal davon aus, weil die ja so saftig sind, brauchen die einfach viel länger. Vielleicht aber auch, weil unsere Öfen natürlich auch nicht dementsprechend sind wie bei den Amerikanern. Die haben ja doch noch andere Öfen als wie wir. Und das kann natürlich auch daran liegen. Aber wie gesagt, von der Zeit her kann ich leider keine machen. Normalerweise sind es so 15 bis 30 Minuten, je nachdem wie der Teig halt eben ist. Wenn eure Cupcakes dann fertig gebacken wurden, dann könnt ihr das Ganze abkühlen lassen. Und ich habe jetzt hier noch die Silikonförmchen entfernt und habe das Ganze in die Papierförmchen gegeben, damit das Ganze auch ja schön ausschaut. Natürlich dient es auch dafür, wenn ihr mit Frosting arbeitet, dann ist es immer schwierig, mit dem Frosting die Muffins aus den Silikonförmchen herauszuholen. Dann schmiert man sich überall ein und es bröselt überall. Und deswegen habe ich das Ganze einfach schon mal vorher vorgemacht, habe das eben aus den Silikonförmchen herausgenommen und gleich in die Papierförmchen gegeben. Ich habe dann die M&Ms in eine Schüssel gegeben und mir ist dann aufgefallen, dass sie doch recht groß sind und ich wollte nicht so große M&Ms in die kleinen Cupcakes hineingeben. Deswegen habe ich das Ganze mit dieser Maschine hier klein gehackt. Das funktioniert aber auch mit jeder anderen Küchenmaschine oder ihr könnt natürlich auch vorsichtig auf ein Brettchen das Ganze mit einem Messer klein hacken. Um diesen Piñata-Effekt zu erhalten, müsst ihr ein Loch aus euren Cupcakes herausstechen. Das könnt ihr vorsichtig mit einem Messer machen oder ihr könnt auch hier, wie ich, so eine spezielle Ausstechform dafür verwenden. Diese Ausstechform gibt es oft in 1-Euro-Läden oder auch im Internet zu kaufen. Denkt aber bitte daran, dass ihr das Stückchen, was ihr herausgestochen habt, dann aufhebt, weil das ja später dann wieder auf den Cupcake draufgelegt wird. Nun könnt ihr anfangen, eure Cupcakes dann zu befüllen. Ihr müsst natürlich auch keine M&Ms nehmen. Ihr könnt natürlich das nehmen, was ihr eben gerne möchtet. Da könnt ihr zum Beispiel Marmelade, Schokolade oder irgendeine andere Creme dafür verwenden. Zum Schluss gebt ihr noch den Deckel drauf und man erkennt natürlich dann später auch nicht mehr die Umrisse, weil ja dann noch das Frosting auf den Cupcake drauf gespritzt wird. Danach könnt ihr euer Frosting vorbereiten, gebt einfach das Frosting in 3 verschiedenen Schüsseln und färbt dann die mit den 3 verschiedenen Farben eben ein. Genauso im Endeffekt, wie ihr das mit dem Teig gemacht habt. Danach müsst ihr das aufgeteilte Frosting in Spritzbeutel geben und kleiner Tipp, verwendet eine große Spritztülle, dann könnt ihr sehr viel Frosting eben gut auf euren Cupcake verteilen. So, und das ist jetzt das Ergebnis von den Deutschland-Cupcakes und ich bin super zufrieden damit gewesen. Es ist super einfach herzustellen und sie schmecken auch sehr, sehr gut. Dann habe ich noch verschiedene Varianten gemacht und zwar habe ich hier einmal ein Cupcake ohne Frosting, weil es gibt ja doch die einen oder anderen, die mögen das nicht so süß. Deswegen habe ich das Frosting einfach weggelassen. Somit können natürlich auch diejenigen, die kein Frosting mögen, eben diese leckeren Piñata Cupcakes genießen. Mir ist dann noch ein bisschen schwarzes Frosting übrig geblieben und bevor ich das Ganze dann ewig lang noch einfrieren müsste oder halt wegschmeißen müsste, was ich ja ungern mache, habe ich mich einfach dafür entschieden, dann den restlichen Frosting noch auf den paar Cupcakes zu verteilen. Und deswegen seht ihr hier auch ein paar Cupcakes, die nur schwarz sind, also nicht wundern. Achtet dann bitte aber auch drauf, dass ihr eure Cupcakes immer wieder in den Kühlschrank stellt, weil ja das Frosting ja auch an Konsistenz dann verliert. Und das ist natürlich dann auch nicht so schön. Wie ihr jetzt hier sehen könnt, ist wieder mal mein Frosting ziemlich zusammengestürzt. Also das ist einfach deswegen, weil es in der Küche warm ist und weil ich eben das lange draußen stehen hatte. Nicht wundern, weil die jetzt so ein bisschen komisch ausschauen. Aber wenn ihr das Ganze aufspritzt auf euren Cupcake und sie eigentlich gleich in den Kühlschrank stellt, dann sind sie sehr schön fest und dann schaut es auch sehr schön aus.
So, ich hoffe, euch hat das Video zu diesen Deutschland-Cupcakes gefallen und man hat ja wirklich immer irgendeine Möglichkeit, solche Cupcakes herzustellen, also für besondere Anlässe. Und ich finde, das schaut bestimmt auf jeder, ja, Deutschland-Party, was ihr eben halt machen möchtet, oder Fußballparty, wie auch immer, schaut es bestimmt sehr schön aus, wenn die dann auf dem Tisch stehen. Und es ist halt auch was Besonderes. Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr so etwas Ähnliches nochmal sehen möchtet, dann könnt ihr mir natürlich ein Däumchen hoch dafür geben und schreibt bitte unten in die Kommentare rein, wie euch das Ganze gefallen hat. Und ich freue mich natürlich wieder auf sämtliche liebe und nette Kommentare von euch. Ja, abonniert mich, wenn ihr das noch nicht getan habt. Das Ganze ist kostenlos und dann seht ihr auch immer, wenn ein neues Video von mir hochgeladen wird. Ihr könnt das Ganze natürlich auf meiner Homepage nochmal nachlesen. Dort findet ihr diese Leckerei oder auch andere. Schaut doch einfach mal vorbei. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Willkommen auf der Endcard. Links seht ihr weitere niedliche Cupcakes, und zwar die Schlumpfen-Cupcakes. Schaut doch mal vorbei. Und rechts findet ihr weitere Cupcakes im American Style. Abonniert, wenn ihr das noch nicht habt. Und ab 200 Abonnenten gibt es wieder ein kleines Gewinnspiel. Viel Spaß beim Anschauen!